Ja, kommen wir zu der Zukunft. Wir haben vorhin darüber gesprochen, ihr habt euch an Mitgliederzahlen verbessern können in den 2 Jahren, trotz der Pandemie, muss man ja sagen, wo man da wirklich nicht von einem Gewinner reden kann, weil das tut wohl keiner gerne. Die vielen neuen Mitglieder, die gekommen sind, viel von, wie du gesagt hast, für den Golfclub, die bedeuten ja auch irgendwo Verantwortung, so ein bisschen, ein Stück weit oder sehr weit. Wie sieht denn das Jahr 2022 aus? Ihr habt ja sicherlich schon Planungen laufen. Seid ihr so optimistisch, Turniere mit Zuschauern zu planen, so wie es vielleicht früher mal war? Oder verhaltet ihr euch eher zurückhaltend? Also wenn man über Zuschauer redet, ist das beim Golf ja an sich eine Geschichte, die in der Fläche stattfindet, wäre nie ein Problem. Das findet aber nicht so in dem Umfang eigentlich nur bei den Vereinsmeisterschaften statt. Da haben wir ein kleines Rahmenprogramm, kein großes mehr, wir hätten mal ein größeres. Das ist aber so eine Geschichte, das wandelt dann auch mal. Also das Zuschauerproblem wäre aber, wenn es denn auch größer wäre, für uns nicht problematisch, weil man die Fläche hat. Und weil unser Platz ja praktisch mitten im Ort liegt, hat man auch viele Zugangswege, was man manchmal auch sieht, wenn jemand zugucken will. Da gibt es so Punkte, die sind nicht zwingend am Start, sondern ganz anderswo im Weg oben. Und dann hat man da auch seine Zuschauer. Aber wie gesagt, das ist nicht wirklich ein Problem. Gut, wir hatten vorhin im Vorgespräch darüber gesprochen, ihr habt eine Fläche von mehr als 50 Hektar. Da gibt es natürlich immer was zu tun. Da gibt es unter Umständen auch schon mal Schwierigkeiten mit den Gesellen, die aus dem Wald kommen. Wildschweine genannt und ähnliche Dinge. Was habt ihr da vor? In der jetzt nicht nur 22, weil das wird ja meistens auch eine längerfristige Sache sein. Ja, also das Beispiel Wildschwein ist so etwas, was so denn das Wort Planung dann mal auch deutlich unterläuft. Nicht? Als das noch vor 4 Jahren anfing, hat mir dann ein Jäger gesagt: Du, wenn du jetzt nicht langsam einen Zaun baust und die Wildschweine aus dem Mais zurück sind im Wald, dann hast du keinen Golfplatz mehr. So, dann schmeißt man alles hier um und baut einen 3 Kilometer langen Zaun. Und dann haben wir die Wildschweine direkt natürlich abgewehrt. Also wird auch oft das Ganze von außen getrieben, aber wir haben auch eine Planung. Das muss man dazu auch sagen. Wir haben ja hier dieses Clubhaus, das ist ein altes, sehr schönes Gebäude, aber ist doch klar, dass man da auch immer Investitionen auch in Unterhaltung hat, das ist auch klar. Und wir haben eben 58 Hektar, diese Zahl richtig rausgelesen habe bei uns. Und da gibt es auch immer was zu tun, zu erweitern, zu verbessern. Wir haben als nächste große Maßnahme vor, dass wir da, wo unser Platz am nassesten ist, nämlich auf der 3 und teilweise auch bei der 18, in dem Bereich Drainage was zu machen, eine Trocknung was zu machen. Früher hat man einfach im Winter mehr oder weniger nicht gespielt. Das ist zunehmend nicht mehr der Fall, das muss man bieten können. Und deshalb sind wir dabei zu überlegen, wo können wir an den nassen Stellen, den zweiten neuen, möglichst zügig weiterkommen, was diese Trockenlegung angeht. Wie gesagt, wir haben den Antrag auf Sportförderung gestellt, Sportstättenförderung muss man fairerweise sagen. Und werden das dann, wenn das positiv beschieden wird, wovon ich ausgehe, im Herbst beginnen, mit einer größeren Maßnahme. Und wenn das dann funktioniert, werden wir auf diesem Wege in den nächsten Jahren weitermachen. Also wir haben jetzt bei unseren Planungsprämissen, das haben wir jetzt letzte Woche beschlossen, gesagt, also Investitionen in den Platz, in die Trockenheit des Platzes, in die Winterbespielbarkeit sind die entscheidenden Größen, auch im Wettbewerb zu anderen Golfclubs in der Nähe. Und da müssen wir besser werden, da müssen wir weiterkommen. Und das wollen wir auch erreichen. Wie muss man sich das jetzt vorstellen von einem Club, also wenn man jetzt so 700 Zuschauer, wenn man da drüber hinweggeht, wenn es schon wieder neue gibt, da mausert man sich ja so still und heimlich zu einem der größeren in Schaumburg. Ihr seid nun ein Club, der nicht wie ein normaler, sagen wir mal, Fußballverein oder so, der auf einem Platz spielt oder auf einem Gelände beheimatet ist, was der in der Regel den Kommunen gehört. Ihr müsst das alles selber stemmen. Wie kommt man da zu einer Entscheidungsfindung? Gibt es da Arbeitskreise? Ihr werdet ja auch sicherlich fachmännischen Rat brauchen, weil nicht jeder kennt sich jetzt mit Drainage aus. Ja, wir haben also, ich glaube, sehr taffe Strukturen, was die Entscheidung angeht.
So, hier, das Know-how, das muss man sich natürlich von außen dazu holen. Wir haben gleich von Anfang an, damals, als wir angefangen haben, uns die Firma Sommerfeld hier eingeholt, die auch die Platzpflege übernimmt, das Klausleiche, was weiß ich von Unkrautspritzen und so weiter. Und was weiß ich von Grüns, wie man sie denn behandelt und wann man sie behandeln muss und so weiter. Insofern war das für uns ein Glücksgriff. Das hat uns sehr nach vorne gebracht und hat auch positive Kritiken rundherum gebracht, dass wir da wesentlich weitergekommen sind. Und wir haben jetzt auch die Ausschreibung gemacht und die Firma Sommerfeld wird den Auftrag bekommen, wenn der Sportförderbescheid da ist, das zu machen. Die kennen A, unseren Platz, B, sind sie absolute Spezialisten. Wir wollen auch eine besondere Art der Drainage machen, also eine ganz normale und darüber eine Schlitzdrainage legen. Das zeigt dann, hat an anderen Stellen, in anderen Clubs entsprechende Wirkung gezeigt. Das brauchen wir hier auch. Also das muss man zukommen, das hast du nicht parat. Ja, das ist ganz klar. Wie würdest du denn jetzt so die nähere Zukunft, sagen wir mal das Jahr 2022, was würdest du dir wünschen für deinen Club, für euren Club? Was würdest du dir wünschen, wenn man jetzt vielleicht 2-3 Jahre nach vorne guckt? Das ist ganz schlimm. Ich würde mir noch mehr Mitglieder wünschen, denn unser Platz ist nicht hundertprozentig ausgelastet, da passt noch was. Ich würde mir wünschen, dass die Corona-Zeit zu Ende geht, damit man diese Dinge nicht mehr berücksichtigen muss und nicht ständig etwas Neues. Jetzt muss man ja wieder sagen, wer ist denn 2G und so weiter, mit diesem Aufwand, dass man das endlich hinter sich lassen kann, das ist der zweite Wunsch. Und der dritte ist eben, wenn wir mehr Mitglieder haben, ist die Finanzkraft etwas stärker, dass wir dann auch im Zusammenhang mit Sportförderung weiter in der Lage sind, diese Maßnahmen zu machen, die unseren Platz verbessern. Hast du denn vielleicht irgend so einen heimlichen Wunsch, was du gerne hättest auf dem Platz oder um den Platz herum? Das ist gar kein heimlicher, dem sage ich jedem, der es hören will. Wenn das jetzt gelingt auf der 18 und auf der 3-Wing-Range, dann haben wir die nächsten Bahnen, die da hinten in Siegtal reingehen. Das sind unsere Bahnen 13, 14, 15, wo die Schlittenfahrer immer unterwegs sind, wenn dann mal irgendwann Schnee fällt, wie letztes Jahr leider. Und da haben wir eben auch wirklich so aufgrund der Topografie entsprechende Nassstellen, die wir beseitigen wollen. Das ist das, was uns dann natürlich sehr am Herzen liegt, dass wir da auch einen Schritt weiterkommen. Sind die Schlittenfahrer für euch denn ein Problem? Im Grundsatz war ja das immer das Schlittenfahrergebiet in Oberkirchen und das muss man in einer gewissen Struktur auch akzeptieren. Nur wenn dann auf Grüns Schneemänner gebaut werden und da drüber gefahren wird, also wenn so ein Ding hin ist am Ende des Tages, bis zu 30.000 Euro los, um das wieder herzurichten. Also das ist so eine Geschichte. Es gäbe Strukturen, wo man das auch zulassen kann, das ist auch in Ordnung dann. Aber wir haben ja da keine Aufsichtsmöglichkeiten, andere Dinge. Und letztes Jahr in diesem Winter sind wir hier überrannt worden. Wir hatten null Chancen, hatten auch niemanden, der gesagt hat, ja, ich habe Verständnis. Wir standen da relativ allein. Am Ende hat ein bisschen Flatterband geholfen, dass wir wenigstens die Grünen schützen konnten. Ja, dann drücken wir mal die Daumen diesen Winter, ob das ja noch Schnee kommt. Es hat ab und zu so ein bisschen geschneit. Nur noch mal, dass wir da Klarheit schaffen. Wir sind ja nicht gegen wenn man es ordnen könnte, dann wäre das wunderbar, können wir das alles organisieren. Aber es lässt sich leider nicht ordnen. Auch nicht mit dem Zaun. Wir haben ja schon das alles stabil gebaut, aber das ist die nächste Geschichte. Wenn dann da möglicherweise auf was kaputt geht, dann ist das also einfach sehr aufwendig, das zu reparieren und auch kostspielig. Wir schauen, wenn es wieder schneit, dann freuen wir uns für die Kinder, nicht für uns, aber wir freuen uns für die Kinder und müssen gucken, wie wir das dann eben auch wieder bewältigen, wie sonst auch. Gut, dann würde ich sagen, alles Gute weiterhin. Vielen Dank. Dass diese Pandemie endlich ein Ende findet, ich glaube, da wird ja niemand widersprechen als Herzenswunsch. Dass ihr euch weiter so entwickelt, wie ihr euch das erhofft, erträumt, wie auch immer. Und würde ich sagen, schönen Dank, hat es an euch haben. Ja, vielen Dank auch. Hilft uns ja auch, so etwas zu veröffentlichen. Danke. Bitte, gerne.